Ein neuer Tag, neuer Optimismus in Sachen Handelskrieg. Der Deal ist nahe. So heute Nacht Larry Kudlow, der Schönsprecher von Donald Trump. Und statt dass den Leuten vor Müdigkeit die Kinnlade auf den Tisch fällt, ist es so, dass natürlich diese Headline von den Algorithmen wieder gekauft wird. Die haben wahrscheinlich gar keine Kinnlade und können nicht ermüden. Dementsprechend springen sie wieder drauf an. Deal is close. Das ist doch eine super Nachricht, denkt man sich, obwohl die Evidenz, all das, was wir tatsächlich wissen, genau für das Gegenteil spricht. Schauen wir uns die Aussagen von Larry mal an, was er da genau kundgetan hat vor Reportern. Da sagte er, we are in communication with them every single day right now. Wir sprechen mit ihnen also jeden Tag. Gestern gab es die Meldung, ja, es hat am gestrigen Tag Gespräche gegeben, auf höherer Ebene, aber eben nicht jeden Tag. Sei es drum, we are coming down to the short strokes. Also für die, wir haben jetzt die einfacheren Übungen, so könnte man das formulieren. Und dann sagt er eben diese Worte, die zu diesem Anstieg geführt haben. Deal is close, but it's not done yet. Also der Deal ist nahe, aber er ist eben noch nicht gemacht. Dieser Nachsatz verpuffte dann etwas, hat keinen mehr interessiert. Deal is close, diese Headline, die ist es, die dann letztendlich dazu führt, dass man darauf anspringt. Aber was ist tatsächlich der Fall? Wir haben heute dann auch einen Bericht hier von CNN aus informierten Kreisen, die sagen, es gibt in zwei zentralen Punkten noch ein riesiges Gap. Das erste ist die Landwirtschaftskäufe, das Volumen der Landwirtschaftskäufe. Da liegt man weit auseinander. China sagt ja, so viel können wir gar nicht kaufen. Die Amerikaner sagen, doch, haben wir doch abgemacht, 50 Milliarden. Das muss drin sein. Jetzt ist es so, dass man sich offenkundig nicht mal bei Sojabohnen einigen kann. Wie will man sich dann bei den wirklich schwierigen Fragen, Diebstahl, geistiges Eigentum, Rückabwicklung der Zölle, das ist die zweite ganz große Baustelle, die China ja einfordert, die Amerikaner offenkundig nicht bereit sind zu liefern. Also man hat das Gefühl, das ist wirklich der größte Marketing-Gag in Sachen Sojabohnen der Weltgeschichte, der hier abläuft. Und es ist so, dass die Chinesen offenkundig sehr viel weniger Sojabohnen gekauft haben. Gestern kam die Headline dann, ja, die Amerikaner und China, so hat es die Financial Times berichtet, die werden es wohl nicht schaffen, den Termin 18. November, da sollte ja eigentlich der APEC-Gipfel in Chile stattfinden, der dann abgesagt wurde, sich darauf zu verständigen, aber man sei weiter in Gesprächen. Hier diese wunderbare Grafik, die zeigt, you said you remove all tariffs as part of the deal. Und dann hier diese super coole Katze sagt, buy more soybeans, kauf einfach mehr Sojabohnen. Vielleicht könnte man das so auf den Punkt bringen. Also die Futures höher, das ist das, was jetzt gespielt wird. Aber wir werden heute wieder ein bisschen Substanz bekommen, neben dem Trash-Talk von Larry Kudlow. Zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze, die letztes Mal ja überraschend rückläufig waren. Wollen wir uns hier mal anschauen. Da sehen wir, dass wir zuletzt minus 0,3% im Minus waren. Alle waren so ein bisschen schockiert und gesagt, wie kann das denn sein? Und jetzt ist die Erwartung, dass wir wieder im Plus reinkommen, so etwa plus 0,2% sollen es schon sein, so die Prognostiker. Das wird sehr, sehr wichtig. Da wird man drauf zu achten haben, was da kommt. Einzelhandelsumsatz, von manchen böswilligen Zungen auch Einzelumsätze genannt. Dann haben wir New York Empire State Index, Prognose bei 5, war zuletzt auch nicht gerade gut und Industrieproduktion auch wichtig, war zuletzt bei minus 0,4%, dürfte wieder 0,4% sein. Wir haben also eine schrumpfende Industrieproduktion in den USA, aber wir haben optimistische Märkte. Wir sehen jetzt, dass wir, ich wollte erstmal diese Grafik zeigen, dass wir jetzt kumulativ 468% vom Tief erreicht haben, dass wir im Gefolge der Finanzkrise dann erleiden mussten. Und damit sind wir jetzt auf einem neuen Allzeit-Bullenmarkt, wenn man so will. Längster, größter Bullenmarkt und längster Bullenmarkt, best ever. Alles so großartig. Wir sehen hier diese durchaus nicht unbeeindruckende Erektion. Dann haben wir aber vor allem eben die Tatsache, dass wir den Breath, also die Markttiefe nicht haben. Es sind wenige Aktien, die hier steigen. Wir hatten in den letzten Tagen überwiegend sogar mehr Aktien, die gefallen sind, als gestiegen sind. Wir sehen jetzt hier die drei Top-Aktien als Market Cap, also Total Market Cap des S&P 500, also die Marktgewichtung, Marktkapitalisierung. Wir sehen, dass Microsoft, Apple und Amazon über 11,5% liegen und das, obwohl eine Amazon ja derzeit nicht gut läuft, alles andere als gut läuft, aber eben eine Microsoft und vor allem eine Apple,
sehr, sehr gut laufen. Man sieht das hier in dieser Grafik, die ich Ihnen zeigen wollte. Das ist sie nicht, hatte ich die nicht gestern gehabt. Egal, jedenfalls sieht man da, dass es eine große Differenz gibt zwischen Consumer Staples und Consumer Discretionary, also praktisch zwischen Amazon, wenn man so will, die da sehr, sehr stark gewichtet ist. Aber wir haben gestern dann, und ich komme jetzt erstmal zu Jerome Powell, Aussagen von dem Notenbankchef gehört, der gesagt hat, we don't see the kinds of warning signs that appeared in other cycles yet. Wir sehen keine Warnzeichen in Sachen Konjunktur, die wir sonst in anderen Perioden gesehen haben. Das ist die Frage, ob dem wirklich so ist. Wir haben gestern zum Beispiel einen maßgeblichen und stärksten Fall des Verbrauchervertrauens, Bloomberg Consumer Comfort, gehabt. Hier ziemlich deutlich nach unten gegangen. Die Leute möglicherweise doch jetzt ein bisschen skeptischer, weil sie Rezession erwarten, weil die Fed die Zinsen senkt. Wir werden heute bei den Einzelhandelsumsätzen sehen, was da dran ist. Dann sehen wir, dass etwa die Preise in New York, die Mietpreise in New York und Boston fallen. Das ist ja normalerweise nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft weiter so maßgeblich expandiert, wenn die Mietpreise fallen. Das ist auch ein Zeichen, dass es da etwas schwieriger wird. Und wir haben noch folgende Grafik vielleicht, die ich gestern im Webinar schon zeigte. Wir haben maßgebliche Flüsse aus sogenannten Momentum-ETFs. Momentum-Aktien sind Aktien, die im Vorjahr gut gelaufen sind, und man spielt dann einfach die These, ja, was vorher gut gelaufen ist, wird weiter gut laufen, eben weil das Momentum da ist. Da haben wir die größten Abflüsse aus diesen Momentum-ETFs ever gehabt. Und ähnlich sieht es aus bei ETFs, die auf Low-Volatility-Stocks setzen, also auf Aktien, die wenig volatil sind, wie Versorger, eben Titel, die so ein bisschen fad sind, aber sicher sind. Und wir sehen hier maßgebliche Flüsse, also aus sehr defensiven Sektoren und aus sehr offensiven, meistens sehr tech-lastigen Sektoren. Was haben wir noch, was ich Ihnen zeigen könnte? Wir können jetzt einfach mal in die Charts reingehen und sehen hier den S&P 500, wie er sich präsentiert. Die Charts, meine Herren, von Damen natürlich auch, von Capital.com, 3100, knapp 8 Punkte. Wir sehen hier diesen Bums, diesen Spike. Dann geht es nach oben, Deal is Close von Larry Kudlow, und dann tut sich dann im Grunde nichts mehr. Mal sehen, wie man heute weitermacht. Heute ist hier Magic Risk Free Friday, meine Damen und Herren. Also es kann nur weiter nach oben gehen. Ähnliches Bild Nasdaq 892, ähnliches Bild dann der Dow Jones 27.875. Der DAX macht hier ein Gap, wie der Amerikaner sagt, ein echtes Gap nach oben, und zwar mit ja, über 50 Punkten, 13.258 Punkte. Weil der Deal ja so close ist, dann schauen wir uns, wenn der DAX mir hier entschwindet, eben den Euro an, 1.1022, gestern wieder über die 1.10er Marke gestiegen, nachdem er kurz drunter war. Wir hatten gestern ja die Situation, dass die Anleiherenditen gefallen sind wieder, und dass dann auch die Märkte, die Aktienmärkte so ein bisschen unter Druck kamen. Aber jetzt ist eben alles wieder anders. Jetzt steigen die Anleiherenditen, die Aktienmärkte steigen, weil eben morgen der Deal spätestens schon fertig ist. Und wir sehen, das wollte ich Ihnen jetzt hier noch zeigen, möglicherweise das größte Risiko, dass Jim Bianco hier rausstreicht, nachdem Xi Jinping gestern gesagt hat, Chinas Staatschef, dass die Unruhen in Hongkong die One Country, Two System System bedrohen, also dieses ein Land, aber zwei Systeme, diese Unruhen würden das also gefährden. Das kann man möglicherweise als indirekte Drohung verstehen, dass hier China eingreifen wird. Das ist vielleicht einer der großen Risiken, die derzeit am Markt sind. Wir sind bei Gold bei 1464 und das amerikanische Crude Oil nach höheren Lagerbeständen jetzt bei 57,06 $. Also, das ist jetzt der Stand der Dinge. Täglich grüßt das Murmeltier. Der Deal ist nahe. Faktisch ist nichts nahe, aber sei es drum, man läuft wieder hinter der Karotte her, die einem direkt vor der Nase gehalten wird, und hat wieder mal den Glauben, dass es unbedingt so kommt. Wie oft hat Larry Kudlow in der Vergangenheit schon gesagt, der Deal ist close, wir sind ganz kurz davor, und wie viele Deals haben wir bekommen? Null, meine Damen und Herren, und so ist es vielleicht auch diesmal. Ich wünsche jetzt schon mal ein schönes Wochenende, heute keinen Marktgeflüster, weil ich jetzt gleich nach Frankfurt reise. Zur World of Trading, vielleicht sehe ich Sie da ja, wenn der eine oder andere von Ihnen da hinkommt. Das wäre natürlich eine lustige Geschichte. Ich wünsche also jetzt vorab ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao, wir sehen uns Montag. Bis dann.